Wetter ist ja fast wie wirklich. Also, hier draußen sieht es auch gerade nicht besser aus. Sag mal, was ist denn los? Einmal schießt das Ding nur noch vorwärts und manchmal bremst es nicht. Beim Anmachen. Die Säge ist wesentlich dürstiger. Ja, genau. So, erstmal wieder in die Außenansicht. Ja, machen wir so. Ich kann alle nehmen. Landige Holzfäller. Von Farmers Dynasty über Lumberjack Dynasty zu Ranch Simulator, was aber eigentlich nichts anderes ist. Irgendwie sind die Spiele alle ziemlich gleich. Außer dass es hier keine Singleplayer-Missionen gibt oder NPCs. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann mal hinkommen, dass es hier auch Sachen oder Leute gibt, mit denen man richtig interagieren kann oder die einfach auch mal rumlaufen. Weil interagieren kann man ja, muss man den Text lesen und dann, ja, toll. Aber keine echte Interaktion. Fehlt halt noch. Aber mein Gott, Early Access in der Version 0.5. Also wir haben noch einige Versionen bis 1.0. Und so fängt man halt auch hier seine Farm an. Ne? Also man baut erstmal alles auf, hat genug Kohle und nur eine Kuh. Mhm. Nein. Das Schwein-Desaster hat mich etwas reicher gemacht. Wenn ihr seht, hier um 25.000 habe ich noch. Ich war bei ein paar 30.000, dann habe ich mir die Säge gekauft, hier noch so ein Silo aufgebaut. Und da sind schon ein paar tausend weg. Aber am Anfang zieht es sich ja echt wie Kaugummi. Da kann man machen, was man will. Da muss man Geduld haben, man muss sich beschäftigen, man hat so viel zu tun, gefühlt zu tun hier mit Bauen und mit Holzfällen, mit der alten Säge, mit der langsamen. Das zieht sich, wie gesagt, wie Kaugummi. Aber dann hat man den Punkt, und dann geht das alle ratzifatzi und man macht eigentlich nur noch just for fun. Wie ihr gerade seht. Aber es ist auch mal eine ganz entspannte Variante. Gerade wenn man die ganze Zeit am Anfang Gas gegeben hat und man muss gucken und kalkulieren und vielleicht einen Huhn verkaufen, um Futter für die Schweine zu haben und hier zu machen, da zu machen. Oh, wann ist das Schwein endlich soweit? Ah, noch ein Tag. Mist, was mache ich noch so lange? In der Zeit verhungert mir doch was anderes. Ja. Dann hat man es und dann weiß man nicht mal, was man machen soll. Dann baut man hier so einen Hühnerstall, so einen großen. Und freut sich. So. Machen wir aus. Stacks bauen. Stellen wir die mal da rein. Ja. Nein. Eieiei, was mache ich denn jetzt? Als daneben geklickt. Ach so, ja, man kann ja nicht die Bretter von unten nehmen. Aber macht nichts. Ab jetzt. Zack. Stack erledigt. Ich werde viel besser aufräumen. Das freut mich. Das freut mich. Zack. Machen wir erstmal den Zaun fertig. Ich werde noch mal loslassen. Andererseits, jetzt habe ich hier alles gebaut, aber habe ich mir hier ein Tor reingebaut? Von der Seite wird man nie wieder reinkommen. Von der Seite hier, da.
ist mehr oder weniger. Eieiei. Wer hat das gebaut? Ziemlich schief. Ja, es ist 15 Uhr Kuh, ich weiß. 16 Uhr ist Melkzeit. Dann komme ich. Habe ich auch wieder warme Hände. Nein, ich habe das eine da hinten eben nicht vergessen. Ich will hier nur die ganze Snacks gut verarbeiten. Zack, zack. Jetzt habe ich sogar noch einen komplett übrig. Jawohl. Das ist doch cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so kriege. Eine Planke für eine Tür. Eine Planke. Ja, da muss ja so ein kleiner Baum dran glauben. Dann habe ich wieder eine Planke zu viel. Na egal. So. Dann ist zumindest auch die Tür fertig. Okay. Was bauen. Lampe. Können wir die hier? Hier oder wo? So. Ja, da können wir die anbringen. Hier? Oh. Schweben die doch so, oder? Nee, es wurde auch gehoben. Cool. Was war hier? Was ist da hin? So. Metall holen. Okay. Ups. Direkt mal ein bisschen Licht anbringen. Zack. Zack. Hier hatten wir Metall schon drin, ja. Gut. Ja, hier habe ich auch über Lampen hingemacht und hier schweben die halt so. Das wundert mich. Nein. Wusstet ihr, dass man hier nicht nur Käse reinmachen kann, sondern auch die hier? Das ist geil. Das ist geil. Ist mir durch Zufall aufgefallen. Ich habe echt gedacht, das wäre nur für Käse da. So, machen wir sie mal an. Hopp. Hopp. Boah, sieht doch heimelig aus dann. Nicht ganz so duster, muss aber auch nicht brüllend hell sein. Sagt man das so? Brüllend hell? Gleißend hell? Mal her, Anna. Hier, Kuh. Ah, wisst ihr was? Ich zeige euch mal was. Na, geht nämlich auch. Muss nicht reingehen. Kann das Gatter einfach zulassen. Zack. Gucken, ob sie da irgendwann mal einbauen, dass die Kuh da nicht stehen kann. Oder man von links oder rechts. Seht ihr? Und schon bin ich wieder draußen. Hup. Ab da rein. Na komm. Jetzt muss ich echt dahin. Kuh, stehst du mir jetzt so im Weg? Ah ne. So, klack. Wunderbar. Käme ich jetzt immer noch da dran? Tatsächlich, von hier geht's besser. Mal den Bottich dann nehmen. Zack. Stellen wir mal ein bisschen näher da ein. So. Den auch daneben. Okay, 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 okay. 28 von 48, das heißt die Hälfte ist voll. Von 42. Okay. 3, 2. Habe ich eigentlich noch Benzin hier? Der ist leer. Ich dachte, das wäre der Reservekanister. So. Schnuddel nach außen. Ist einfacher beim Betanken. Dann machen wir hier nochmal was rein. So, den Rest füllen wir hier noch rein.
komm. Da bestimmt noch was. Ja, genau. Alter Schwede. Was ist denn mit euch los, mit den Eiern? Okay. Scheinbar sind die Hühner jetzt auch schon wieder. Wie echt jetzt? Ich krieg den nicht leer. Okay. Macht nichts. Die Hühner sind echt wieder produktiv. Und die hocken immer auf diesem Ding da oben drauf. Ich verstehe es einfach nicht. Ja klar, da kann man besser fressen, aber. Ja. Aber hier ist dann doch irgendwie. Es ist ganz schön. Die latschen hier nicht raus. Man kommt dran. Kann auch hier das Ferkelzeug wegmachen. Komm ich auch bis ganz hinten. Nee, bis ganz hinten nicht. Egal. Aber an die Eier komme ich dran. Gut. Tada. Cool. Freut mich. So, den Eimer auch nochmal wieder dahin. Und mal einmal tanken fahren. Hilft nichts. Uppa. Uiuiui, ich habe das Tor nicht gesehen. Ich probiere mal was aus. Die Straße geht ja nach links. Also müsste ich jetzt hier nur geradeaus fahren. Eieiei, hier fahren gerade Panzer oder irgend sowas vor der Haustür entlang. Und ich habe jetzt die Route verloren. Nein, da lang. Glaube ich. Das hier frage ich mich auch, was das wird. Oder? Ui. Ach, jetzt ist erst Best Burger. Ah, okay, okay. Muss man viel steiler. Also am Berg. Kamm entlang. Okay. Oder am Hang entlang. Ups. Zeit gerade mal nutzen, etwas zu trinken. Ja, trinken. Trinken, wenn die Blase drückt. Eine ganz gemeine Sache. So, wie sieht das aus? Theoretisch muss meine Farm doch in diese Richtung. Ey, diese Steine. Das funktioniert aber auch nur mit diesem Auto ganz gut. Voilà. Da wollen wir nicht hin. Hier so entlang hangeln. Quasi eine Abkürzung, aber wirklich kürzer kann es nicht sein, wenn man ständig die Gefahr hat. Oh. Und man kommt direkt. Kommt direkt ins Tor. Also hier raus und dann immer geradeaus. Nichts mehr mit hier erstmal unten, dann bei Best Burger abbiegen und. Aha. Ich glaube, der Brunnen muss hier weg. So. Einer bleibt wieder hier. Reserve. So. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Oh Mann. Und einen hier hin. So. Dann machen wir mal zu. So, Kuh. Dir geht's gut. Milch ist gemacht. Morgen früh melke ich dich und dann produziere ich mal ein bisschen Käse. Sehr gut. Ach, eine halbe Stunde, was mache ich in der Zeit noch? Eier sammeln. Zack. Muku. So. Haben die was am Licht geändert? Ach, nee. Haben sie nicht. F?
F, habe ich das jetzt weg? Tatsächlich. Man kann Eier schubsen. Ach, im wenigsten geht die Schublade nicht immer wieder zu, wenn man mal vorbeiklickt. Ey, gebt das auf. Aber 30 Hennen würde ich da nicht reinpacken. Leg da mal, wie viele Eier das wären. Vor allem, sobald die raus können, legen die die Eier ja auch auf den Boden, glaube ich. Glaube ich, keine Ahnung. Oder ist es so, dass die dann automatisch hier reingespawnt werden? Ich weiß es nicht. Zeit wird es zeigen. Und der Eierkorb läuft gleich über. Hatte ich nicht mal zwei? Einer kommt mal hier in die Küche. Ja. Oh, ihr Lieben, ich muss aber jetzt wirklich mal aufs Örtchen. So, nun aber. Ja, wo war ich? Genau, ich war gerade am Telefonieren, ich war auf Toilette. Getrunken habe ich jetzt auch, aber ich könnte noch mal ein bisschen nachschenken. Moment. Ja, denn die Kehle befeuchten ist wichtig, wenn man die ganze Zeit am Labern ist. Gehen so langsam die Gesprächsthemen ein bisschen aus. Aber für euch YouTuber machen wir es so. Ich werde jetzt gleich Milch produzieren. Kuh. Na? Sparen wir uns den Weg. So. Schnell melken. Oh, diese Minigames. Aber besser wie hier Wasser aus dem Brunnen kurbeln. So. Packen wir es hier rein. Zack. Einmal dahinstellen, mitnehmen. Den Blauschimmel habe ich hier ja schon ordentlich angehäuft. Wie machen wir das? Erstmal brauche ich einen Topf. Kommt dahin. Rein, rein, hinstellen. Nehme die einzelne, einfüllen, einfüllen, hinlegen. Eierkorb, komm her. Einnehmen. Was? Schweinewurst? Achso. Reinmachen. Reinmachen. Jetzt kann ich nicht den Topf direkt zum Kochen bringen, sondern muss ihn in die Hand nehmen. Doch, da geht's. Das ist manchmal echt komisch. Ui, das dauert jetzt auch schon ein bisschen länger. Das ging mal schneller. Naja. Das geht immer in Viererschritten. Vier, acht, zwei. Ja. Okay, immer Viererschritte. So, Produkt nehmen. Rein. Ein Milch einfüllen. Einfüllen, hinstellen. Ei. Ein Ei ein nehmen, einfüllen, einfüllen. Zum Kochen bringen, zum Kochen bringen. Funktioniert. Wie viel haben wir noch drin? Noch eine. Ja, wenn man jetzt hier fünf Kochtöpfe hätte. Wohl, hier gehen doch dann mehr wie fünf rein. Sieben. Mit 7. Okay, da könnte man so in Reihe arbeiten. Klack, 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 klack. Voll, 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 voll. Und wenn das eine fertig ist, wäre man gerade beim anderen. Okay. Sollte in Masse produzierbar sein. So. Einen haben wir noch. Da haben wir auch noch einen. Das geht sich genau auf. Wunderbar. Noch ein Ei. Komm hier. Rein da. Zum Kochen bringen. Gut. Ja, wow, und schon ist die ganze Arbeit wieder erledigt. Das hier alles verkaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich alles verkaufe. Also jetzt so immer mal peu à peu. Oder wo ich drauf hinaus wollte, ist, ich glaube, ich werde mir die Aufgabe setzen, die Dinger zu befüllen. Die sind ja schon alle voll, aber so viel, dass ein kompletter LKW voll ist. Und das dann verkaufen auf einmal. Ich will wissen, wie viel da rauskommt.